Wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe im neuen Jahr 2023 Kursgewinne durch Börsensektoranalyse. Und dieses Webinar machen wir auch im neuen Jahr mit Carsten Berger. Ich freue mich sehr, dass er Lust und Zeit hat, mit uns diese Webinarreihe auch in diesem Jahr fortzufahren und für uns wieder die Zeit gefunden hat. Natürlich freue ich mich auch sogar ein Tick umso mehr, dass Sie wieder live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Und ja, natürlich möchte ich mich auch für alle, die neu dabei sind, kurz vorstellen. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wie immer starten wir dann tatsächlich mit dem Risikohinweis. Das hat sich nicht verändert. Und dieses Webinar dient ausschließlich nur für Informations- und Schulungszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie auch in diesem Jahr entsprechend Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Und ich weiß gar nicht, ob ich das am Anfang gesagt habe, aber ich wünsche Ihnen natürlich ein frohes und erfolgreiches Jahr. Ich glaube, in der zweiten Januarwoche kann man das noch machen und das ist jetzt auch mein erstes Webinar, von daher soll das an der Stelle gesagt sein. Prima, dann, lieber Carsten, das war jetzt ein etwas längeres Intro, aber ich denke, dass es genauso spannend weitergeht. Entsprechend hier, ich gucke mal, wo dein Monitor ist. So, Übertragung ist erfolgt. Ich wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Wenn irgendwas ist, ich bin im Hintergrund. Danke, Nelson, für die Ankündigung. Ich suche wie immer mal den richtigen Bildschirm. Ich glaube, dieser ist es. Jetzt sehen wir deine Webseite, genau. Genau, das ist schon mal gut. Sollte eigentlich die Präsentation sein, aber das wird jetzt wahrscheinlich gleich nachgeholt. Und zack, da ist er. So, super. Okay, Nelson, dann wünsche ich dir schon mal einen gemütlichen Ausklang dieses Abends und wir hören es vielleicht am Schluss nochmal. Wenn ich eine Frage habe, muss ich dich natürlich bemühen, aber ich will das natürlich abwenden. So, von meiner Seite aus, schönen guten Abend, vor allen Dingen, dass ihr wieder mit dabei seid zum Start dieses Jahres. Und ich muss gestehen, ich bin ein bisschen sauer. Und zwar auf mich. Warum bin ich sauer auf mich? Weil ich habe 2 Wochen über Weihnachten und Silvester flach gelegen bis zum Anfang des Jahres. Und was ist da passiert? Der Markt ist super gestiegen und es gab Signale. Und ich gucke jetzt aus der Röhre und sage mir, wunderschön, dass man jetzt die steigenden Kurse sieht und habe vielleicht nur eine Aktie kaufen können im Vorfeld. Darüber ärgere ich mich auch noch, obwohl man schon so lange im Geschäft ist. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, dem einen oder anderen, ob er dabei war, ob er Urlaub gemacht hat, wann er wieder eingestiegen ist, vielleicht auch durchgehandelt hat. Also ich mache das eigentlich immer so, dass wenn ich Urlaub habe, dass ich da wirklich Abstand nehme von der Börse, die Positionen glattstelle, wo ich weiß nicht, ob die auf der Kippe stehen oder Stops reinsetze und dann mich wirklich entferne vom Markt und wirklich gedanklich frei machen. Sven schreibt, vielen Dank, nicht ärgern, die nächsten Möglichkeiten kommen. Genau, das ist es. Das ist genau derselbe Satz, den ich mir auch gesagt habe. Das ist es. Trotzdem ist es wieder so, man weiß ja, wenn man dieses Webinar hier länger schon verfolgt, dass wir natürlich aus der Korrektur handeln wollen. Das ist im Endeffekt vom Chance-Risiko-Profil das, was ich suche. Das heißt, wenn der Markt gefallen ist. Von daher wird es natürlich heute schwierig, etwas zu finden, was in den letzten 2, 3 Tagen vielleicht runtergegangen ist. Und das bedeutet im Endeffekt, wir betrachten uns die Märkte und schauen mal, ob man heute was tun muss oder morgen vielleicht. Heute sowieso wahrscheinlich nicht mehr, weil die Märkte laufen ja schon und Deutschland ist schon durch. Von daher, lasst uns einfach mal reingehen. Den Risikohinweis hat der Nelson schon super gemacht. Ich muss nur eins hinzufügen und zwar, den Interessenskonflikt, falls ich heute hier eine Aktie finde, dann werden wir natürlich darüber sprechen müssen, dass es hier einen Interessenskonflikt geben kann. Das heißt, ich könnte die so pushen, die Aktie, dass ich selber davon profitiere. Von daher immer hinterfragen, was ich sage und sich dessen auch gewahr sein, dass dort ein Interessenkonflikt bestehen könnte. Das bin ich. Das ist, glaube ich, jetzt 2 Jahre, 3 Jahre altes Foto. Also ich bin auch ein bisschen gealtert, aber das Alter stimmt. Nein, stimmt gar nicht. Ich bin älter geworden am Heiligabend und zwar 55. Das ist jetzt wirklich geflunkert. Also das muss ich auch ändern. Man sieht, man wird älter und spätestens an der PowerPoint merkt man das.
Bin Diplom-Verwaltungswirt, war bei der Berliner Polizei über 29 Jahre, auch bei einer Spezialeinheit, dort auch Dienststellenleiter und mache das schon seit meinem 17. Lebensjahr, dass ich mit Aktien handel, mit Fonds handel, mit ETFs erst später. Auch mit CFDs und Optionsscheinen, das habe ich alles durch, aber ich habe mich fokussiert und zwar auf das Gebiet der Aktien, weil das im Endeffekt das, ja, für mich das Einfachste ist in der Umsetzung. Und Spezialisierung trägt dazu bei, dass man da entspannter ist, als wenn man auf sämtlichen Gebieten, sage ich mal, agiert. Der Sven hat ja schon kräftig bei Fragen reingeschrieben. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, dann immer da einfach reinschreiben. Ich schiele mit dem rechten Auge drauf und von daher kann ich dann auch auf eure Fragen eingehen. Wie immer ganz am Anfang, wie geht das eigentlich? Ja? Herzlichen Glückwunsch nachträglich, danke dafür. Wie mache ich das? Also heute wieder Index schauen. Klar schauen wir uns die Indizes an, damit man überhaupt weiß, was habe ich versäumt oder was kommt noch, was könnte kommen. Wie handle ich es? Mir geht es nicht darum, die Märkte vorauszusagen, denn das weiß ich nicht. Also wenn das jemand kann, kann er mir das gerne sagen. Ich weiß nicht anhand von Indikatoren, wo der Markt hingehen könnte oder sonst, sondern ich mache das an bestimmten Zonen fest und versuche, wenn der Markt das tut, dann zu reagieren. Also quasi jemand agiert und ich handle im Endeffekt. Ja. Und deswegen schauen wir uns die Indizes an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo die Märkte sich gerade befinden. Bin ich ein bisschen spät dran oder muss ich jetzt noch nachlaufen? Das ist wichtig zu wissen, weil das natürlich Einfluss auf das Risiko hat, das wir haben. Das heißt, wir schauen noch, welche Märkte laufen besser als die anderen. Ist es der deutsche Markt oder ist es der amerikanische Markt? Wenn wir drauf schauen, finde ich mega spannend, was sich da im Endeffekt in den letzten zwei Wochen getan hat auch und was jetzt gerade ansteht. Dann hat das Timing, das ist natürlich das, was ich meinte mit der Korrektur. Wir handeln, wenn der Markt zurückgekommen ist, also einen Impulsanstieg gehabt hat und wieder zurückkommt, dann wird es Zeit, aus der Korrektur im Endeffekt nach was zu suchen? Nach den entsprechenden Branchen. Drauf zu schauen, welche Branche ist denn die, die die andere Branche outperformt? Da setzt sich das fort vom Index in die Branche. Welche sind die starken Branchen? Welche Branche hat dann jetzt auch vom Timing her eine Korrektur hingelegt, war vorher stark? Und das Gleiche setzt sich dann fort eine Etage tiefer, indem wir dann schauen, was wäre denn als Aktie dort möglich zu finden. Ja, so das Grundprinzip, wonach ich eigentlich immer vorgehe. Das heißt, wenn ich merke, der Index läuft mir schon seit mehreren Tagen davon, dann muss ich nicht krampfhaft am Rechner sitzen und nach 6 Tagen Anstieg oder so noch nach eventuell einer Aktie suchen. Das spart mir natürlich auch Zeit. Ne? So, wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, immer schön reinschreiben. Wenn jemand Interesse hat, sage ich mal, wenn etwas passiert in den Märkten, ich war ja jetzt 2 Wochen im Urlaub und krank, sagen wir mal so, wenn etwas passiert, wo ich das sehe und feststelle, die Branche oder der Markt an sich ist interessant, weil er gerade in der Korrektur ist und daraus eventuell wieder ansteigt oder gerade schon beginnt wieder anzusteigen, dann schreibe ich so etwas in meinen Blog auf meiner Homepage bei tradercoach.de. Und zwar, wenn man hier auf meiner Homepage ist, tradercoach.de unter Blog, Marktvorbereitung und Watchliste, da sieht man dann, das letzte war am 3.12. und dann kam ja schon fast Weihnachten. Wird jetzt wieder losgehen, also wenn der Markt jetzt wieder mal korrigiert und wieder anzieht, dann werdet ihr hier sehen, welche Branchen ich da bevorzuge und so weiter, wie ich da vorgehe. Und dann könnt ihr da einen Blick drauf werfen. Könnt euch auch gerne beim Newsletter anmelden, dann kriegt ihr einfach die Erinnerung, hey, da ist jetzt heute am Dienstag oder am Mittwoch oder am Donnerstag etwas erschienen. Und dann versäumt ihr es nicht, ansonsten müsst ihr immer von alleine jeden Tag da drauf gucken. Ihr kriegt doch keine Werbung oder so, sondern einfach nur die Erinnerung und dann ist halt dort in dem E-Mail-Bereich der Link drin zu diesem Blog. Finde ich ganz praktisch. Okay, so viel dazu. Und jetzt schauen wir uns mal die Tendenz an und zwar in den Märkten. Und dazu benutze ich zum Beispiel 2 Dinge. Das ist zum einen der TradeScanner. Unter tradescanner.com oder tradescanner.de mit 2 S geschrieben, um mir im Endeffekt einen kleinen Überblick erstmal zu verschaffen, wenn ich jetzt aus dem Urlaub kommen hätte, gar nichts gesehen von der Börse
um zu wissen, wo stehen die Märkte an sich. Dafür habe ich dieses Marktmodell. Ja. Und im Endeffekt ist es so, dass wenn die grünen Bälle hier auf der rechten Seite sind, oberhalb in diesem rechten Quadranten, dann sprechen wir von einem Aufwärtstrend. Sind sie in einem linken Quadranten unten, dann sprechen wir von einem Abwärtstrend. Und ihr werdet mir sicherlich zustimmen, dass es sein kann, dass gewisse Anstiege in einem Markt so stark sein können, zum Beispiel in einem Aufwärtstrend, dass dann diese Kugeln, also diese Märkte an sich, so weit wandern oder so weit fortgeschritten sein können, dass sie dann schon so weit gelaufen sind, dass sie dann an einer Korrekturphase bestimmt näher gerückt sind. Das wäre dann der Fall, wenn die Kugeln schon hier oben drin wären. Bei Countertrend, dass man sagen kann, okay, ich würde diesen Markt jetzt nicht gleich short anfassen, also auf fallende Kurse wetten, sondern sagen, hey, ich ziehe meine Stops näher ran, es wird jetzt schon ganz schön heiß und ich sichere mir meine Gewinne oder Teilgewinne. Das ist das, was man daraus ablesen kann. Natürlich schaue ich mir immer einen Chart an. Das ist wichtig, ne? Ein Gefühl dafür zu bekommen, was tut sich im Markt. Und das, ich bin ein Chartfreund, also ich schaue mir das an. Aber hier kriege ich ein gutes Gefühl dafür, wie sieht es denn überhaupt in den Märkten aus. Was sofort auffällt, ist doch, dass wir hier rechts auch eine Liste haben. Hang Seng ist der Markt, der im Endeffekt am weitesten rechts steht, ja, auf der Achse. Und das bedeutet, je weiter mehr rechts, desto stärker ist dieser Markt in der letzten Zeit gewesen. Also die Kugeln, die weiter rechts sind, sind stark. Die Kugeln, die weiter links sind, sind schwach. Ja, passt ja auch zusammen. Wenn jemand sehr schwach ist im Endeffekt, dann hat er vielleicht auch eher einen Zug zum Abwärtstrend. So muss man das im Endeffekt lesen. Und die Dynamik, also die Stärke des Anstiegs, kann man mit der Höhe der Kugeln in dieser Achse letztendlich sehen. Ja, das heißt, je höher die stehen, desto dynamischer war der Anstieg. Das werden wir auch im Chart sehen. Und ich kann sofort sehen, wo die Kugeln ungefähr stehen und muss mir gar nicht einen Chart angucken, um zu sagen, ist es dann noch, sag ich mal, lohnenswert, jetzt drauf zu springen oder nicht. Ja, von daher, da verschaffe ich mir im Endeffekt das Bild. Das Gleiche habe ich natürlich auch hier mit den entsprechenden Sektoren. Jetzt mal auf US-Sektor, weil wir ja heute Amerika mehr machen. Obwohl ich Amerika gar nicht so stark auswählen würde, weil der amerikanische Markt ja viel schwächer tendiert als der deutsche Markt zurzeit. Der ist da gar nicht hinterhergekommen. Eine Frage von Sven. Wie gehst du vor? Denn morgen sind die Verbraucherzahlen aus der USA. Ja, Thema Zahlen. Gute Frage. Wenn man danach geht, dass man ja einen permanenten Prozess hast. Das heißt, ich gucke mir ja jeden Tag an, was macht der Gesamtmarkt. Ist es jetzt Zeit, einen Punkt zu finden? Das zeige ich euch auch im Chart, wie ich das mache und woran ich das festmache, ob ich dann reingehe. Natürlich ist es so, dass die Zahlen immer wieder Auswirkungen haben auf den Markt und auf den gesamten breiten Markt. Wenn ich jetzt null Positionen hätte in einem Depot, ein Trading Depot, ja, da sind jetzt von die 5 bis 10 Aktien meinetwegen drin. Das ist ungefähr der Schnitt, 5 bis 10 Aktien, die ich dann in einem Depot habe, wo ich manchmal einen Tag nur in einer Aktie drin bin, bis maximal 10. Es können aber auch 3, 4 Wochen sein, je nachdem, wie stark dieser Wert letztendlich läuft und dann ausgestoppt wird. Wenn ich 0 Positionen habe und müsste heute oder morgen, bin ich der Meinung, dass ich um 15.30 Uhr dort Aktienpositionen eröffne, dann muss ich natürlich wissen, dass ich nicht all in gehe mit dem gesamten Depot und versuche dort eine Order zu platzieren, weil natürlich diese Zahlen immer für eine gewisse Schwankungsbreite in den Märkten sorgen. Und ihr wisst selber, habt ihr schon oft gesehen bei den Arbeitszahlen, Arbeitslosenzahlen und so weiter, bei den Fed-Zahlen und so weiter, dass es dann dazu kommt, dass der Markt extreme Schwankungen nach oben und nach unten macht. Und wenn ihr jetzt Long-Positionen alle 10 einbuchen würdet mit eurem Depot 100% rein, dann würde das ja bedeuten, dass ihr euch diesem Risiko übergebührend aussetzt und eure Stops ja auch nicht entsprechend, sag ich mal, sehr schlau setzen könnt, weil da die Volatilität, die Schwankungen der Kurse, einfach zunimmt. Und das erhöht natürlich euer Risiko, gleich wieder mit den 10 Positionen rauszufliegen. Und dann habt ihr quasi auch euer Risiko maximal ausgereizt, wenn ihr mit allen 10 Positionen meinetwegen rausfliegt. Muss bei einer Aktie nicht immer sein, aber wir rechnen oder ich rechne mit so einem Worst Case immer. Wenn es besser läuft, ist es schön.
Aber wenn ich darauf vorbereitet bin, was mache ich in so einem Fall? Es ist am Anfang, wenn man also gar kein Depot hat und fängt an zu traden, dann muss ich natürlich am Anfang etwas ruhiger anfangen. Das heißt, ich skaliere mich dazu hinein in ein Depot. Und rein von der Positionsgröße kann man sich das so vorstellen, dass ich im Endeffekt sage, ich mache meine Position in drei Teile. Wenn alles Optimum ist, das heißt, der Gesamtmarkt ist in der Korrektur und steigt wieder an. Die Branche, die ich habe, ist eine starke Branche, hat korrigiert und steigt wieder an. Und ich finde auch Aktien in dieser Phase. Dann ist ja so ziemlich alles sehr gut gelaufen. Und wenn ich mir die Charts betrachte, nach den gewissen Kriterien, die ich euch auch zeige, dann kann ich das bewerten und sagen, okay, ich gehe jetzt hier mit 100% einer Positionsgröße hinein, meinetwegen 50.000 Euro Depot, maximal 10 Aktien, 5.000 Euro wäre das Maximum. Und das würde ich dann halt dritteln, je nachdem, wie sehr mir der Markt gefällt. Das ist ein bisschen ja, Erfahrung, aber das ist auch gar nicht so schwierig, weil wenn zwei, drei Kriterien mir nicht gut gefallen, dann spricht es halt gegen 100% und dann nehme ich halt auch meistens die Hälfte oder halt sage ich mal nur ein Drittel. Ja, das kann man daran skalieren. So, was sehen wir hier an den Märkten, letztendlich an den Branchen? Die Kugeln sind zum Beispiel auch grün. Was bedeutet das? Das ist die, spiegelt die Volatilität nieder oder liegt sie da? Und grün bedeutet, es ist eine niedrige Volatilität, was für steigende Kurse in diesem Segment spricht. Ist sie orange, dann ist sie ja so auf dem normalen Mittelweg. Ist sie rot, dann spricht es eher für fallende Kurse. Ja, das ist auch ein Kriterium, was ich mit beachte. Das heißt, wenn die Kugeln irgendwann mal von grün auf rot schwanken oder auf orange, dann bin ich schon ein bisschen vorsichtig, dann könnte im Endeffekt demnächst ein Umschwung anstehen. Also ein weiteres Indiz, die Dinge so ein bisschen einzuordnen. So, was haben wir hier für verschiedene Branchen? Die stärkste, die ich hier so sehe am rechten Rand, das ist hier Basic Materials. Das wundert mich ja auch überhaupt nicht. Wir haben ja ein starkes Gold gesehen, ein starkes Silber gesehen. Edelmetalle sind gestiegen und die Aktien, die natürlich in dieser Branche stecken, haben diese Bewegung natürlich absolut nachvollzogen. Ja, deswegen ein guter Bereich, schauen wir uns auf jeden Fall auch an. Ist aber schon, weil die Kugel ja schon ein bisschen weiter oben ist, auch schon ein bisschen stärker angelaufen. Ne? Währenddessen hier habe ich auch vor dem letzten Monat im Webinar gesagt, die Kommunikationsbranche könnte demnächst, nachdem sie so arg abgestraft ist, wurde, sage ich mal, wieder anziehen. Schauen wir uns auch im Chart an, was damit im Endeffekt passiert. So, jetzt schwenken wir mal um und schauen uns mal die Charts letztendlich an, wie es dann aussieht. Dazu nutze ich den Agena Trader jetzt hier nicht erschrecken. Das ist das Template, was wir benutzen. So, und dann sortiere ich mir mal schön hier die entsprechenden nach der Dynamik durch. Das heißt, je höher die Zahl ist, desto dynamischer ist der Markt für den Long-Bereich und ein Wert unter 1 spricht eher für, sage ich mal, Aktien oder Indizes, Instrumente, sogenannte, die im Abwärtstrend sind. So kann man mir relativ schnell die Sache skalieren und sehen, wo spielt eigentlich die Musik. Der ein oder andere wird vielleicht, ich habe noch ein, zwei Postings gemacht, ich glaube zwischen Weihnachten und Neujahr, da ging das noch. Da habe ich den MDAX analysiert und habe gesagt, beim MDAX, das glaube ich, das war hier, 4. Januar, da in dem Bereich, 20., 21., 23., 26., so dazwischen hier, der liegt im Endeffekt zwischen einer Range, das sind diese gestrichelten Linien, einer Schwankungsbreite von erhöhtem Volumen. Darauf schaue ich. Ja. Welche Kerzen im Chart haben ein erhöhtes Volumen? So, und dann kennt ihr ja dieses Volumenprofil, was von der Seite irgendwie in den Chart reinkommt. Das ist auch ganz hilfreich. Brauche ich aber nicht. Für mich reicht das einfache Volumen, was ihr in jeder Chartsoftware unten drunter habt. Ja. Von daher kann man doch relativ schnell sehen, dass an diesem Tag hier das Volumen doch schon wesentlich höher ist, und zwar fast doppelt so oder über doppelt so hoch wie das Durchschnittsvolumen. Kann man schon mal sehen. Also mich interessiert einmal,
Es ist mehr als der Durchschnitt. Könnte man sich auch einzeichnen, gibt es auch sowas. Oder man sieht einfach das relative Verhältnis zu den anderen Balken dazu. So, und dann sehe ich halt, okay, das ist ja halt diese Kerze hier. Ja, an dem Tag, das war fast der Tiefskurs, war das Volumen extrem hoch. Der Markt hat dort gedreht. Finde ich zum Beispiel mega interessant. Sowas zeichne ich mir dann immer ein. Dann weiß ich, okay, wie verhält denn der Markt sich, wenn jetzt irgendwann eine grüne Kerze kommt? Ja, die roten sind ja die fallenden und die grünen die steigenden. Von daher weiß ich ja an dem Tag nicht, dass der Markt hier dreht. Dann sehe ich genau dasselbe wie hier, dass der Markt fällt. Wenn ich aber drauf schaue und sehe ein extrem starkes Volumen, dann frage ich mich ja, wer kauft denn, wenn die Kerze hier tiefrot ist? Also ich nicht, weil ich weiß es ja nicht. Also da müsste ich in eine niedrige Zeitebene gehen und da ewig vorsitzen, aber das mache ich ja nicht, sondern mit dem Tagesschart. Wenn der Markt schließt an dem Tag, dann weiß ich ja nicht, was danach kommt. Aber ich weiß, das Volumen ist extrem hoch. Und dann kann ich wissen, okay, da ist vielleicht Optionsverfall, da sind die immer etwas höher. Aber trotzdem kann ich ja gucken, was macht der Markt am nächsten Tag. Am nächsten Tag macht er so eine grüne Kerze, aber ein Umkehrstab in die andere Richtung. Also sieht nicht so stark aus. Da würde ich mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, ich scanne jetzt den Markt nach MDAX-Werten oder so. Am darauffolgenden Tag wird es schon interessanter. Wir gehen unter dieses Tief hier. Wir sehen ja, ihr seht diese Kerze, unter das Tief. Der Markt geht aber nur kurz drunter und schließt dann drüber. Und das ist so eine Art Umkehrstab in die richtige Richtung. Also das ist der Tag, wo man dann, das ist der Tag schon, aber es ist nicht die Zeichensache da. Dieser Tag ist halt der Tag, wo man sich dann hinsetzt und sagt, okay, ich screene mal nach Werten, die am unteren Ende des Bollinger Bandes so eine Umkehr hinlegen, und zwar bei erhöhtem Volumen. Und das nenne ich bei mir ein, ja, Counter-Trend-Long-Strategie, weil im Endeffekt für mich, also ich gehe jetzt nicht nach der Markttechnik oder so, das im Endeffekt gegen den aktuell bestehenden Trend eine Gegenposition wäre. Ja, von daher würde ich dann eher long gehen, mit dem Hinweis, dass ich natürlich weiß, dass das Ding hier schon zu Ende sein könnte. Ja, weil da sieht man ja am 20er schon dieses Retracement, der geht wieder runter. Und da könnte es sein, dass man hier immer noch auf seinem Stop sitzt, auch in den Aktien, weil die verhalten sich ja fast analog zum MDAX, dass man halt da sitzt und dann sagt, okay, ich habe nicht die volle Trade-Potenzial ausschöpfen können, aber in den darauffolgenden Tagen ist halt nicht viel passiert und wir wären quasi mit den Positionen fast überall durchgekommen. Ja. Und dann passierte genau das. Man hat wieder ein positives Signal, das Volumen hat hier abgenommen. Ja, hier ist es angestiegen, hier war es sehr hoch und dann hat es aber so einen kleinen Move nach oben gemacht, das heißt positiv. Und dann, als es gefallen ist, ging es im Endeffekt so runter und dann stieg hier das Volumen an diesem Tag an. Also spätestens an dem Tag, wo man wieder in diese Range reintrifft, wo das Volumen auch erhöht ist. Man sieht das hier. Das ist wirklich keine Kaffeesatzleserei. Ihr seht ja, hier unten ist das Volumen hoch. Und wenn man hier unten unter dieser Kerze einen Strich macht, dann deckt sich das auch wieder mit dieser Kerze im Endeffekt von dieser roten. Wo ist er jetzt hin? Und da von dieser grünen auch noch. Also wir haben im Endeffekt immer das gleiche Preisniveau, wo sich ein erhöhtes Volumen, sage ich mal, wiederfindet. Das heißt, Volumen bedeutet, der eine kauft die Aktie und der andere verkauft sie. Das ist ein Volumen, ja, ein Teil. So, wenn jetzt 10-mal so eine Geschäfte stattfinden, dann hat man das im Endeffekt hier als Wertigkeit so in der Höhe aufgetragen. Das sind also nicht jetzt hier mehr Käufer oder mehr Verkäufer. Das ist immer ein Gegengeschäft, ja. Das Einzige, was den Kurs wirklich treibt, ist die Akzeptanz der Mitglieder, die da im Endeffekt handeln. Das heißt, der Verkäufer möchte, dass diesen erhöhten Preis gerne loswerden, also gerne haben für sich, damit er die Aktie los wird. Und der andere sagt, ja, ich sehe aber, dass der Markt noch weiter steigt. Ich bin bereit, diesen erhöhten Preis zu zahlen, weil ich der Meinung bin, weil ich die 10 Jahre halten möchte oder nur 10 Tage, je nachdem, welche Kenntnisse der hat oder Strategie, dass die Aktie weiter steigt. Also akzeptiert der einen höheren Preis, um die zu kaufen. So geht das im Endeffekt vonstatten und das innerhalb von Sekunden, Millisekunden im Xetra-Handel. Und dieses Volumen ist halt speziell interessant dafür, um zu sagen, wo könnte der Markt drehen?
Ich sage mal, wo könnte der Markt drehen? Ich weiß es ja nicht, aber in dieser Zone muss ich halt damit rechnen und dann auch genau hinschauen, was der Markt macht und dann reagieren. Ja. Wenn ich also hier gescannt habe nach Aktien, dann sehen die ja fast genauso aus. Ich erwähne da nur eine Kion, die hatte ich auch schon mehrfach gehandelt dieses Jahr. Die hat zum Beispiel als Aktie bis fast das gleiche Chartbild, deswegen schauen wir uns das mal jetzt hier an, auch im MDAX. Bedeutet, wenn der Markt jetzt, wenn ich jetzt hier eingestiegen bin, ja, bei diesem Hoch dieser Kerze und habe dann eine Aussicht, wohin möchte ich traden? Da muss ich mir sagen, okay, wo könnte der Markt drehen? Wenn ich hier nach links schaue, dann sieht man ja, okay, der Markt hat hier reagiert, in dieser Zone, dort reagiert, dort reagiert. Warum sollte er da durchgehen? Davon kann ich erstmal nicht ausgehen. Klar kann er das machen, aber ich muss mich darauf vorbereiten, was passiert. Also was habe ich für Möglichkeiten? Zumal der 200er Durchschnitt, der ja auch recht signifikant ist, auch wirklich hier runterläuft und wie so ein Deckel drauf sitzt, habe ich auch geschrieben. Wenn der durchbrochen wird, besteht eine gute Chance, dass der Kurs im Endeffekt weiter steigt. So. Und wenn ich jetzt hier unten eingestiegen bin, dann habe ich im Endeffekt bei der Kion-Aktie hier einen Teilgewinn mitgenommen. Ich habe da einfach eine Limit-Order reingesetzt und habe die Hälfte verkauft. So. Den Rest habe ich im Endeffekt mit einem Trailing Stop jetzt in der Verwaltung. Bedeutet, sich vorzubereiten auf eventuelle Kursausschläge. Wenn das nicht passiert hier, ja, dann ist natürlich derjenige besser gefahren, der jetzt sagt, nur, ich mache das nur mit dem Stop. Das ist Geschmackssache. Ich habe schon vieles erlebt, dass man halt zum Beispiel hier in der Situation long gegangen ist und dann hier oben seine keine Kauf-Verkaufsorder reingelegt hat und der Markt schließt dort und macht die nächsten Tage dann die Kehrtwende und man wird ausgestoppt. Es ist mal von Vorteil und es ist mal von Nachteil. Ich habe es mir angewöhnt, immer Teilgewinne mitzunehmen. Warum mache ich das? Weil es im Endeffekt die Equity-Kurve, also die Einkommenskurve, glättet. Ich habe nicht so eine Schwankung drin. Denn wenn ich hier einen Teilgewinn mitnehme, habe ich natürlich am Ende als Ergebnis auch ein niedriges CAV. Das ist mir schon völlig klar. Aber ich habe den Vorteil, dass mein Trade dann, wenn ich oben einen Teilgewinn mitnehme, ich das auf Break-Even ziehen kann oder sogar aggressiver mit noch einem Teilgewinn abzusichern, wenn der Stop dasteht, mir einen Gewinn zu sichern. Und wenn ein Trade außerhalb des Risikos ist und ich einen Teilgewinn mitgenommen habe, habe ich noch die Möglichkeit, in dieser Phase andere Aktien, das gleiche Setup haben, auch starke Aktien wieder aufzunehmen, die vielleicht ein, zwei Tage hinterherhinken, ja, oder in eine andere Branche zu gehen. Das hat den Vorteil. Und das macht letztendlich da diesen rollenden Effekt nachher aus, dass man long, 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 long hat und irgendwann merkt man halt, okay, die andere Branche läuft nicht mehr so, man fliegt aus der Branche raus, man geht in eine andere Branche, die das macht und man versucht im Markt mitzugehen, also mit Marktphasen halt mitzugehen. Also MDAX finde ich jetzt mega spannend, aber würdet ihr jetzt da jetzt anfangen zu kaufen? Natürlich kann es noch zwei, drei Tage weiter steigen, aber ich sehe den schon noch mit viel Potenzial, aber ich warte jetzt im Endeffekt Folgendes ab, weil wir haben ja hier ein erhöhtes Volumen gehabt. Da unten interessiert es uns nicht. Wir haben hier ein ansteigendes Volumen. Das sehen wir ja auch mit den Anstiegen der Kurse steigt das Volumen. Jetzt kann es bald sein, dass hier vielleicht eine rote Kerze auftaucht und dann das Volumen etwas geringer wird oder ganz hoch. Das müsste man auch sehr kritisch sehen. Und dann der Markt letztendlich wieder zurückkommt. Also ich warte auf eine Korrektur. Lass ihn noch hier aufsetzen, einen Umkehrstab bilden und hier wieder Stärke ausbilden. Also dieser Bereich bis hier, den finde ich halt interessant. Vielleicht geht er auch ein bisschen seitwärts. Alles gut. Aber ich kann nicht in einen steigenden Markt hineingehen, der 6, 7 Tage steigt, ohne ein neues Tief zu machen. Ist mir das Risiko einfach zu hoch. Ne? Aber man sieht, deutscher Markt hat sich echt mal gelohnt, auch da mal beizubleiben und nicht nur nach Amerika zu schauen. CDAX ist im Endeffekt der Gesamtmarkt aller Aktien, die am deutschen Markt gehandelt werden. Der sieht nicht viel anders aus als der MDAX. Auch hier haben wir schön schon mal einen Ausbruch über dem 200er gehabt. Hier so eine Wochenunterstützung bzw. Widerstand. Der Markt geht kurz drunter und dreht hier zentral drin. Das ist eigentlich ein schönes Szenario. Zumal wir auch hier, ne, dieses erhöhte Volumen haben an diesem Tag. Das war dann hier unten. Da kommt der Markt nochmal runter und dreht dann hier in der Tiefe nochmal mit einer positiven Kerze. Und dann kann man auf so ein
Ich weiß nicht, ob das denn so hoch geht. Ja, ich rechne damit, dass er kurzfristig hier rangeht. Und dann hat man so einen Treffer eventuell mal dabei. Aber man muss sich halt die Strategie einfach zurechtlegen, die dazu passt. Ja. Und das war jetzt nicht so verkehrt. Silber, schauen wir uns mal Silber an. Ja, Silber hat sich sehr gut entwickelt in einer längeren Zeit. Ich selbst bin eine Etage tiefer und zwar bei Gold sehr aktiv gewesen. Silber ist relativ doll seitwärts jetzt in der letzten Zeit. Bringt mir im Moment nicht so viel. Wir haben dort hier oben bei 25, 26 im Endeffekt schon Widerstand. Schauen wir uns das Volumen an. Hier sticht so ein Volumentag so ein bisschen raus, ne? Das ist jetzt hier die große Kerze da oben. Und wenn man da oben sich eine Zeichnung hinmacht an dem Tag, ja, dann sieht man, wie an den anderen Tagen der Markt hier wirklich reagiert und gar nicht drüber will. Da bin ich immer sehr skeptisch. Ja. Und wenn ich dann einen Ausbruch handle, dann bin ich ja hier immer der Gelackmeierte. Also oft, nicht immer. Logischerweise funktioniert das auch mal, aber ich handle das nicht gerne. Ne? Deswegen ist es schon wichtig, zu sehen, wo könnte man jetzt hier wieder einen, sag ich mal, Return, einen Preis sehen, der in die Richtung geht und wo reicht das Potenzial aus, weil ich muss ja wieder damit rechnen, dass der Markt hier eventuell wieder dreht. Das heißt, ich müsste hier unten irgendwo reinkommen. Die Kerze wäre mir schon zu hoch, weil dann bin ich ja direkt dran. Das heißt, wo kann man, könnte der Markt drehen? Da gibt es im Endeffekt 2 Tage, die haben erhöhtes Volumen. Das ist einmal da, das ist einmal der. Das heißt, wenn der Markt hier reinfällt, am unteren Bollinger Band dreht, dann kommt der 50er Durchschnitt eventuell, dann habe ich eventuell noch eine Chance, dass der Markt wieder hier in die Long-Richtung nach oben geht. Drück immer die falsche Taste. Also von daher, das wäre eine Möglichkeit. Aber noch sind wir nicht da. Wir haben eine rote Kerze. Vielleicht rauscht er auch durch. Dann gehen wir eine Etage tiefer im Endeffekt. Gold. Was haben wir hier? Genau, den ETF. Gold war sehr schön. Also das ist im Endeffekt das Zusammenfügen eines ETFs, der die branchenführenden Unternehmen letztendlich kauft, wie Barrick Gold und sowas, haben die da in ihrem ETF drin. Da kann man gut festmachen, okay, wie verhalten sich letztendlich die Firmen zum Rohstoff Gold. Das ist also kein Future oder so. Aber man sieht hier diese Ansammlung über dem 200er, dieser Ausbruch, Korrektur, wieder drüber und hier dieses Retracement und hier in der Phase zu suchen, das war letztendlich mein Ding und ich habe mir dann halt diverse Goldsachen zugelegt. Das ist einmal ein Gold-ETF und einmal noch, wie heißt das Ding, Xetra Gold habe ich gekauft. Kann man natürlich mit anderen Aktien wie Barrick Gold oder sonst wie, könnte man da mehr, sag ich mal, Performance machen, aber das war für mich dann vor allem vom Zeitmanagement einfacher, zuzugreifen und nicht zu lange zu suchen. Wie sieht es jetzt aus? Ja, jetzt sind wir hier oben angekommen. Finde ich mega spannend. Wochen Widerstand durchstoßen, zögert ein bisschen, heute starke Kerze. Potenzial ist auf jeden Fall da. Man sieht hier, Gold hat auf jeden Fall noch mal so 6-7%, wenn man das im Endeffekt dort umsetzt in einer Aktie. Was erwarte ich jetzt? Entweder macht der Markt hier noch nach 1, 2, 3, 4, 5 Tagen so ein bisschen in dem Long-Bereich hier noch ein kurzes Ding. Ich warte dann auf einen Rücksetzer wieder auf die 35 so bei dem ETF hier und suche dann im Endeffekt nach Goldaktien, die ich halt direkt dann handle. Das wäre dann in dem Fall eine Barrick Gold oder aber die eine oder andere Position wird vielleicht, die ich jetzt long habe, ausgestoppt. Das kann natürlich auch sein. Ne? Also Gold finde ich, hat für mich noch eine Menge Potenzial. Von daher steht das auch nicht umsonst so weit oben in der Liste links hier. Sollte nicht verkehrt sein. Roland schreibt, Carsten, wie kann man im Margina Trader einen EMA in das Volumen up and down legen? Kannst du es mal zeigen, bitte? Roland, das ist gar kein Problem. Das war keine Agina-Trader-Veranstaltung hier, aber da ich den ja benutze, ist kein Thema. Wenn du hier unten ein EMA drin haben möchtest, dann musst du im Endeffekt einen Indikator auf den anderen legen. Das heißt, du würdest jetzt hier auf diese Indikatorfläche gehen, legst den EMA dahin. Das könnte man ja auch mal, bei anderen Plattformen hat man das ja auch so. Das muss ich kurz überlegen.
Und dann kannst du entscheiden, jetzt habe ich da unten das, wo ist das Volumen, da oben, das ist auf 1. Dann mache ich den Input, die Eingabeserie musst du hier oben ändern. Und zwar da musst du halt das Volumen nehmen, also Volume Up, logischerweise aussuchen. Nicht das hier, sondern das kannst du auch nehmen, das ist auch okay. Volumen und dann legst du den in das Chartpanel Nummer 1. Jetzt mal gucken, so oft mache ich es ja auch nicht, weil ich habe es bei mir schon eingestellt. Ja, so ist es. Und dann liegt der EMA-Durchschnitt da drin. Meine Empfehlung, nimm mal einen längeren Durchschnitt, meinetwegen 100. Dann hast du im Endeffekt fast gerade Linie und das ist ein super Durchschnitt. Ja. So. Hoffe, die Frage konnte ich dir beantworten, Roland. So, schauen wir doch mal auf den SDAX. Auch der hat einiges an Potenzial hingelegt, aber wie ihr schon seht, war der am 200er die Wochen davor, Anfang Dezember, sage ich mal, relativ gut abgeprallt. Das heißt, ich habe den von den Werten nicht so im Blick gehabt, weil es ja auch Indizes gab, zum Beispiel wie den TecDAX, der schon über dem 200er war. Und wenn, dann schaue ich halt nach dem Index, der halt diese Hürde nicht mehr vor sich hat und schon überwunden hat, und dann läuft es eventuell ruhiger. Dass der Gesamtmarkt jetzt darüber geht, okay, das zählt dann auch zu so einem Szenario, aber ich muss mich ja für einen Wert entscheiden. Das macht es halt einfacher, auch die Werte im Endeffekt auszuwählen. Ne? Also hier sehe ich im Endeffekt auch eine schöne Sache auf in der Zukunft. Das heißt, wenn wir hier wieder korrigieren, dann haben wir alle Durchschnitte unter uns. Das ist eigentlich relativ fein. Wir haben hier eine Wochenunterstützung unter uns. Wir haben hier erhöhtes Volumen, was aufgefangen wurde hier. Und das würde genau passen. Hier unten seht ihr auf das Volumen. Zeichnet euch das am unteren Bereich ein, wenn ihr Long seid, oder am oberen Bereich, wenn ihr Short seid. Dann seht ihr, okay, wenn der Markt hier wieder zurückkommt, je näher da rankommt, desto interessanter wird's. Also jetzt muss man im Endeffekt einfach warten. Meine Strategie beruht doch darauf, dass ich bestimmte Situationen einfach abwarte, bis halt der Markt mindestens so 2, 3 Tage korrigiert hat. DAX, den schauen wir uns auf jeden Fall an. Der hat ja auch ein richtig Programm gemacht. Ich habe wirklich gestaunt, dass der die Energie hat, hier nochmal drüber zu gehen. Ja. Hier sieht man auch die entsprechenden Unterstützungszonen mit dem Volumen. Da ist er durchgerauscht. Also für mich jetzt keine Sache, wo ich jetzt draufspringen muss. Da kann man genau das Gleiche tun. Abwarten, bis er hier anfängt zu korrigieren und dann die erste Position vielleicht zu suchen, dann, die auch sehr stark sind. Amerikanischer Markt, und da ist es ganz nach oben gekommen. Vorher war Kommunikation im amerikanischen Markt ja eher, wie man ja auch sieht, und nicht verwunderlich, dass das jetzt so schwach war, relativ schwach unterwegs, hat aber anscheinend so ein bisschen seinen Boden gefunden. Ja. Telekommunikationsunternehmen müssen ja Masten bauen und sehr viel für die Infrastruktur tun, damit die Kunden zufrieden sind. Bedeutet ja nichts anderes, dass sie jetzt höheres Zinsen zahlen müssen für das Geld, was sie benötigen. Das ist ja nicht billig da, sondern wissen wir ja in Deutschland, wie lange es braucht, bis wir irgendwann mal 5G richtig ausgebaut haben. Das kostet Geld. Und bei den hohen Zinsen ist das natürlich, nagt das so ein bisschen an der Gewinnmarge, weil man die Preise natürlich nicht so gut weitergeben kann an die Kunden. Ja. Also es ist gar nicht so einfach. Und von daher ist es vielleicht eine längerfristige Sache, aber es schiebt sich nach oben. Und ist im Moment die Branche, die eine Menge Performance gebracht hat. Ja, das sind immerhin 11%, die nach oben gelaufen sind und haben im Endeffekt jetzt hier so zwei Tiefpunkte ausgebildet, die halt auf jeden Fall, der letzte auf jeden Fall höher ist. Finde ich mega interessant. Auffällig ist zum Beispiel auch, dass das Volumen gestiegen ist nach dem Abverkauf. Hier zum Beispiel, ne? Sieht man, Volumen ist richtig nach unten. Das sind nicht die Tage, wo ich kaufe. Aber am nächsten Tag gab es einen Umkehrstab. Das Volumen war etwas niedriger. Der Markt hat im Endeffekt dort angefangen umzudrehen. Das ist kein trendfolgendes System. Ich habe zwei verschiedene Strategien. Das ist einmal trendfolgend und einmal Countertrend. Und wenn so etwas passiert hier, dann schaue ich mir so eine Aktien schon an und versuche in den Countertrend zu gehen, weil wenn das schon eine Weile so läuft, in einer Aktie zum Beispiel auch, dann besteht die Chance, dass sie halt langfristig dreht. Ja, und den ersten Impuls interessiert mich und irgendwann,
Das werdet ihr sehen, wenn die Kommunikationsbranche wieder boomt, dann wird die weiter oben in der Liste stehen im Ranking und dann beschäftigt ihr euch im Endeffekt irgendwann mit der Kommunikationsbranche und deren Aktien, aber trendfolgend jetzt und zwar long. Und zwar immer dann, wenn sie in eine Korrektur gehen. Es bleibt eigentlich dann immer das Gleiche. Das ist dann relativ entspannt. Natürlich wird man hier irgendwann ausgestoppt, das ist auch okay, weil man ja nicht weiß, ob der Trend nun längerfristig anhält oder nicht. Und ich bin immer überwiegend an diesen Bewegungen interessiert und an kleinen Korrekturen. Ja, das ist im Endeffekt das, was mich interessiert. Wenn der Markt so absackt und ich bin hier eingestiegen und ich habe keinen Gewinn mitgenommen. Also nehmen wir mal an, ich bin hier eingestiegen und bin hier unten wieder angekommen. Dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Also außer ich bin Investor. Wenn ich sage, okay, 20 Jahre, die Branche wird sich auf jeden Fall erholen. Ist mir jetzt egal, jetzt ist ein super Zeitpunkt zum Kaufen, das ist ein anderer Punkt. Aber wenn ich trade, dann gehe ich davon aus, dass der Markt 4, 5 Tage in meine Richtung geht. Und wenn er die ersten Turn macht in die andere, dann bin ich halt schon mit der Hälfte wahrscheinlich weg. Und dann ist der Markt daran, eventuell mir noch mehr zu geben. Wenn er es nicht tut, dann fliege ich dort auch raus. Ja. Von daher ist das bei diesem Markt super interessant, wenn er hier über diesen Widerstand geht. Bin ich nicht der, der den Ausbruch handelt. Warum? Weil es kommt ja nur ein kleiner Widerstand entgegen in Form eines 200ers. Und dann bleibt im Endeffekt folgende Möglichkeit zu sagen, okay, man nimmt dieses Retracement und versucht bis hier ranzugehen und einen Teilverkauf zu machen. Ob er durchgeht, wissen wir ja nicht. Also die Branche halte ich für sehr, sehr interessant und die steht nicht umsonst so weit oben mittlerweile. Und habe ich auf jeden Fall auf meiner Watchlist und wäre auch interessant, wenn sie nochmal hier runtergeht. Und vielleicht hier dreht, weil dann habe ich auch wieder genug Potenzial bis zu dem Hoch. Also wenn der Markt hier runterkommt, dann der in dem Bereich zum Beispiel nach Kommunikationswerten suchen, die in der Korrektur sind, aber schon einen Trend hingelegt hat. Ist im Moment nicht der Fall. Also mein Suchsystem schützt euch im Endeffekt auch davor, zu früh in den Markt zu gehen, wenn der Markt gestiegen ist. Dann werdet ihr kaum Anzeichen bekommen von Aktien. Weil es ja auch von der Zeit her, vom Timing her keinen Sinn macht. So, TecDAX handle ich auch sehr, sehr gerne. Der war auch schon genau das macht, was ich im Endeffekt von dem hohen Volumen, er geht da ran, er hat einmal getestet, zweimal getestet, heute auch drüber und drunter geschlossen. Würde ich jetzt einen Ausbruch handeln? Nö, weil es ja im Endeffekt hier kein Retracement gibt. Also ich mag es halt, wenn es hier wirklich das da drüber gegangen. Ja, fast auf denselben Punkt. Also es ist noch kein Ausbruch. Also das möchte ich sehen und hier wieder zurückzukommen. Und dann entscheidet der Markt, ob er hier dreht mit einem Umkehrstab oder einer starken Kerze oder ob er hier erst hier unten dreht. Ja, das muss er mir dann zeigen. Aber das möchte ich ja nicht handeln, sondern ich möchte ja immer vor der Bewegung drin sein und nicht erst am Ende. Klar kann es noch 5 Tage weitergehen, aber wie gesagt, das Risiko ist zu stark. Utilities, da bin ich auch mal gespannt, was ist da los? Ja, wir kämpfen um den 200er im amerikanischen Utility-Bereich. So, ist jetzt keine Korrektur, nichts im Endeffekt. Den Ausbruch, ja, könnte man machen. Ich überlege schon zu lange. Ich sehe auch keine Unterstützung. Ich gucke mir das Volumen an, das ist immer sehr hilfreich. Weiß ich, okay, da ist es tief, da hat der Markt im Endeffekt immer getestet. Wie ist das Volumen dort am Hoch? Ist es sehr hoch? Da könnte bedeuten, dass da noch Orders liegen, dass jemand loswerden möchte. Ja, Utilities packe ich mir auch mal auf die Long-Liste auf jeden Fall, weil wir sind ja noch unter diesem Hoch. Das wäre die erste Situation, wo man es anpeilen könnte. Ich kann aber sein, dass ich keine Aktien bekomme, weil wenn die schon 4 Tage gestiegen ist, sind, dann habe ich ja keine Korrektur. Ich bräuchte also auch hier noch mal kurzfristig 2 Tage eine Korrektur und eventuell nimmt er dann den Schwung mit. Materials in Amerika war auch stark gestiegen. Das sehen ja vom Bild fast genauso aus. Haben wir eine Korrektur vorliegen? Nein, das könnt ihr euch selber beantworten. Wo wäre der Bereich, wo es interessant wird, wo er hingehen könnte, eine Unterstützung finden? Wir haben hier ein erhöhtes Volumen. An diesem Umkehrstab, der hat darauf reagiert, wieder gedreht. Wann könnte es interessant werden, wenn er 2 Tage vielleicht hier korrigiert und hier einen Umkehrstab hinlegt? Macht er das nicht, geht eine Etage tiefer,
sind die Durchschnitte hier in diesem Bereich bestimmt ein guter Support-Bereich. Also als heißt es einfach warten. Ja. Einfach Shorten hier drauf knallen würde ich nicht, weil der Markt insgesamt bullisch ist, wie man sieht. Da drehe ich nicht einfach jetzt irgendeine Aktie rein auf Short. Da muss ich schon ein Anzeichen sehen, dass an dieser Situation hier oben zum Beispiel eine rote Kerze auftaucht. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Also von daher nichts mit Short. S&P Industrials schauen wir uns an. Ja, ist raus aus dem Rennen, weil wir sind vom Potenzial her, würden wir einen Ausbruch versuchen zu handeln. Der ist relativ gering, der Abstand. Das bringt mir gar nichts. Können wir gleich weitermachen. Financial, mal ein bisschen zusammenscrollen, ist über dem 200er, ist schon mal toll. Die Durchschnitte sind alle in Richtung Norden. Wir haben hier so ein kleines Gap, was im Endeffekt ein Abwärtsgap war, was durchbrochen wurde. Das ist hier diese Kurslücke, die man dann sieht. Ne? Die wurde durchbrochen, das hat dann hier gehalten. Das ist auch ein Kriterium, auf das ich immer achte, Gaps, ja, und Volumen. Dann hat man im Endeffekt, sage ich mal, einen guten Supportbereich. Da sind wir hochgelaufen. Jetzt müssen wir im Endeffekt sehen, dass wir hier rüberkommen. Ist im Moment nichts, was mich interessiert. Real Estate, Immobilien, immer noch unterm 200er. Ja, es schickt sich an, nach oben zu laufen. Ja, was wäre interessant? Hier vielleicht stockt es dann, kommt hier wieder zurück. Dann in hier versuchen, einen Trade aufzubauen. Mache ich aber auch nur, wenn ich natürlich in den oberen Branchen nichts finde, weil ich bewege mich ja jetzt immer weiter nach unten vom Ranking. Ja, dieses Ranking hier, zack, da sind wir bei 101 und hier oben Kommunikation hat da 105 und die Deutschen haben ja ein viel höheres Ranking. Wenn ich in Deutschland dann halt sehe, okay, da korrigiert es, dann nehme ich doch lieber dort etwas. Ne? Also jetzt nicht, ich versuche nur meine Gedankengänge darzulegen, damit ihr versteht, wie ich die Märkte analysiere. Dow Jones, boah, jetzt auch nicht so der Knaller, wo ich jetzt unbedingt rein muss. Wenn man das mal mit dem DAX vergleicht, ist das schon ein krasser Unterschied. Also es macht schon Sinn zu gucken, bin ich in Deutschland unterwegs oder in Amerika? Natürlich gibt es auch noch andere Länder, die man irgendwie handeln kann, aber das sind die zentralen Länder, die ich handle. Macht dann schon Sinn, drauf zu schauen. Das ist für mich jetzt gar nicht interessant. S&P 500. Ja, da sind wir an der 200er-Linie, wo wir schon zweimal als Ausbruchstrader auf die Nase bekommen hätten. Ich selber mache ja nicht so gerne Ausbrüche, also von daher warte ich lieber drauf. Auf was kann ich hier warten, dass genau das passiert und er irgendwann anfängt, hier runterzukommen und dann sind wir halt drüber. Und dann lichtet sich die Sache vielleicht ein bisschen und dann kommen wir in eine ganz andere positive Situation. Moment, gar nicht, muss ich ja nicht derjenige sein, der dazu beiträgt. Russell 2000. Ja, genau das Gleiche. Wir bewegen uns unterhalb des SMA 200, des roten Durchschnitts hier. Sind über dem 50er, über dem 20er schön, aber es sieht alles noch ein bisschen seitwärts aus. Wir haben auch gerade eine Bewegung nach oben. Ich würde es schön finden, ja, wenn er wenigstens das macht und dann in die Long-Richtung zu gehen. Das muss er aber selbst entscheiden und von daher kommt er gar nicht auf die Liste. Consumer ist sogar schwächer. Also das muss man sich mal vorstellen. Der Markt in Amerika hängt da in der Konsumerbranche, die eigentlich gut lief, jetzt doch ein bisschen sehr stark hinterher, wenn man die anderen Charts im Kopf hat, noch vom MDAX oder so. Ist schon ein Unterschied. Ist für mich kein Long-Setup. Warum? Was ich immer sehen möchte, ist entweder reagiert er jetzt am unteren Bollinger Band beim extrem hohen Volumen. Ja. Das hatten wir hier, das ist aber nicht extrem, das ist ja eigentlich, wenn man es vergleicht mit den Höhen, hier war das dieser Stab, das hat er gemacht, er hat reagiert, aber hat im Endeffekt einen Mega-Gap gemacht, denn an diesem Tag hat das alles aufgebraucht an Potenzial. Ne? Also das müsst ihr auch sehen, hier schließt der Kurs tief bei, ja, nicht ganz viel Volumen, er schläft tief und der öffnet hier oben. Das heißt, das ist im Endeffekt der Kursunterschied. Ja. Das ist ein Mega-Gap im Endeffekt von einem Tag auf den anderen. Schießt nach oben, da hat man als Tagestrader keine Chance mehr darauf zu reagieren und am nächsten drei Tagen, einschließlich heute, gibt der das alles wieder ab. Also da ist im Moment nicht viel zu holen. Da kann ich abwarten und sagen, was macht er denn hier unten nochmal? Hat er vielleicht Lust, hier nochmal ein hohes Volumen hinzupacken beim Umkehrstab? Einfach abwarten. Technology,
Ja, ist ja fast ein Nasdaq-Bereich. Ja, ist schön, aber da muss ich nun nicht den Helden spielen. Die stehen bei mir nicht auf der Liste. Nasdaq wird genauso aussehen. Da haben wir ja beim Nasdaq-Bereich ja ein Tief, zwei Tief, drei Tief immer auf diesem Niveau. Muss ich mir sagen, wenn ich das spielen will, welches Szenario hätte ich da im Sinn? Will ich jetzt hier rauf? Dann muss ich wirklich eng absichern, aber das zählt nicht zu meinem Setup. Ich möchte eigentlich sehen, dass der Markt hier mal das obere Bollinger Band berührt und dann haben wir immer noch den 200 da dazwischen. Also da habe ich eigentlich Zeit. Also da muss ich gar nicht rein. Eine Branche Healthcare, die lange, lange mit oben mitgespielt hat, ja, bis im Mitte Dezember und dann hat es im Endeffekt so ein bisschen die Führung auch abgegeben im amerikanischen Bereich. Kosten drücken, vielleicht auch im Healthcare-Bereich, die Zinsen und so weiter. Weiß nicht, warum da jetzt auch so ein Druck ausgeübt wird. Was sehen wir hier? Haben wir ein erhöhtes Volumen hier unten? Ja, so ein bisschen da oben aber auch. Das heißt, wir haben das als Widerstand. Ist kein Chart, den ich jetzt unbedingt haben muss. Brauche ich nicht. Energie muss man auch unterscheiden. Bei Energie steckt auch ein bisschen Öl drin. Ich denke da insbesondere an die erneuerbaren Energien, die eventuell interessant sind. Hält sich gut, aber ist ja nun weit davon entfernt, jetzt hier eine Performance zu entwickeln. Ist für mich nicht interessant. Consumer Discretionary hat auch einen starken Erholungsbereich. Wenn man sich das anschaut, dann sieht man schon, dass da relativ viel passiert ist. Muss ich nicht anfassen noch, muss ich noch finden. Öl. Ja, Öl ist auch ein bisschen unter die Räder gekommen. Ölwerte brauche ich zurzeit auch nicht. Ich sage es jetzt ja eher auf Gold. So, und dann haben wir das Brent, das schwere Öl noch. Ja, sieht wahrscheinlich auch hier am Tief. Heute kamen ja wieder Zahlen zur Öl heraus. Im Moment sehe ich im Endeffekt steigende Märkte im Öl, aber nichts, was ich im Endeffekt anfassen muss. So, bedeutet für mich immer noch Gold on top. Was ich weiterhin wahrscheinlich die Position aufstocken werde, aber immer nur, wenn es korrigiert. Und im Moment haben wir keine korrigierenden Märkte. Bedeutet für mich, jeden Tag zu schauen und mich zu freuen, wenn es mal ein, zwei Tage jetzt runtergeht, um zu sagen, jetzt kann ich die Märkte screenen nach starken Aktien, die halt anziehen. Wenn ich euch das zeigen kann, ich zeige euch mal die Kion-Aktie zum Beispiel, dann könnt ihr sehen, wie so ein Signal im Endeffekt auch aussieht. Es geht jetzt hier einfacher als im Trade-Scanner, weil das ja relativ schnell vorliegt auch. Im Margina Trader habe ich das ja auch. Das ist die Kion-Aktie und das ist das P1. Das habe ich gar nicht. Warum ist es nicht hier drin? Okay, Momentski. Einmal umschwenken. Dort. Da seht ihr die Einstiegssignale, also eine dunkelgrüne, dicke Kerze bedeutet, dass er im Endeffekt eine tiefe Korrektur hat. Eine kleine Kerze ist, er hat noch nicht so eine lange Korrektur. Deshalb sieht man im Endeffekt hier die Kerzen. Das ist im Endeffekt das Einstiegsszenario gewesen. Und so ein Trades kann man halt, sage ich mal, ganz gute Performance machen, wenn man den Ausbruch im Endeffekt handelt und wirklich bis zum Schluss. Das sind ja 27% innerhalb von 10 Tagen. Also zwei Handelswochen, die ich mit Sicherheit nicht voll mitgenommen habe, sondern hier einen Teilverkauf gemacht habe. Nicht umsonst ist hier Target Area Long drin. Das heißt, es ist der Zielbereich, wo ich einen ersten Teilverkauf mache und der Rest ist dann eigentlich marktentscheidend. So einen Markt findet man auch nicht immer vor, aber letztendlich ist es das, was auch im Trade Scanner dann gescannt wird und im Endeffekt dort hinein, sage ich mal, herauskommt als Trade. Der Detlef, hallo Detlef, freut mich, von dir zu lesen. Kannst du bitte noch kurz die Konfiguration für die Wochenwiderstände im Margina Trader zeigen? Die Konfiguration für die Wochenwiderstände ist im Endeffekt ein Indikator. Ja, den holst du dir hier rüber rein und zwar Widerstand und Unterstützung. Das ist relativ easy. Support and Resistance. Dort nimmst du die. Und dann änderst du hier einfach die Zeiteinheit dort und gehst dort auf Woche. Wo ist denn Woche? Ach, Week. Wenn man Woche sucht und sie steht Week drin, findet man Periode 1. Nicht? Jetzt hier Woche, so weiter. Ich mache es jetzt bei mir nicht, weil dann verballere ich mir das Setup.
Aber du weißt, was ich meine. Legst hier eine 1 rein, legst es dort rein fest und kannst dann natürlich auch einen Tageschart drin haben mit einem Wochenwiderstand. Das sollte relativ einfach gehen. Gut, also was ich mache, ist im Endeffekt jetzt zu warten, bis der Markt ein bisschen korrigiert. Dann schaue ich mir das an, was dort passiert und scanne dann die Märkte. Und das mache ich relativ easy hier mit dem Trade-Scanner. Was mache ich dann? Ich schaue mir halt dann den Markt an. Ich sage mal, wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen zum Beispiel, da habe ich im Moment, sage ich mal, nicht viel Werte, die halt korrigiert. Deswegen finde ich jetzt auch kein Ergebnis. Ich könnte jetzt sagen, ah, ich nehme hier konsumerzyklische Werte, gehe hier auf Perlentaucher Trend Long. So. Warum lädt er mich jetzt nicht ein? So, okay. So, Perlentaucher Trend Long, dann geht ja automatisch auf Trend Long. Und ich hätte dann hier Deutschland drin, hat sich irgendwie ausgelockt bei mir. Germany drin, so, dann hier Consumer, Consumer, Consumer. Defensive, so, und dann kriege ich hier retrograd, wenn ich möchte, wie viele Tage, 8 bis 10 Tage, ein Signal angezeigt von einer bestimmten Aktie. Und das kann ich auch mit allen Branchen in Deutschland machen. Dann kriege ich halt die Ergebnisse. Und dann sind die auch hier gerankt. Das heißt, ne, von oben nach unten, von der Wertigkeit sehe ich hier, ist Basler Aktie, hat 4 Tage korrigiert. Würde ich jetzt nicht handeln. Warum würde ich jetzt nicht handeln wollen? Weil ja der Gesamtmarkt nicht korrigiert hat, ne? Und der Technologiebereich auch nicht. Also von daher, ich klicke aber mal drauf, dann würde es wie aussehen. Dann sehe ich hier die Einstiegssignale, wann es halt interessant wird. Und dann habe ich hier ein Signal bekommen vor 29. Dezember. Da lag ich krank schön im Bettchen, aber ich habe hier ein Einstiegssignal und da wäre im Endeffekt hier das Target Nummer 1, ne? Und der Stop wäre da. Wären wir jetzt im Plus. Und dann kann man sich überlegen, ob man den dann schon ins Break-Even zieht und sagt, geht er jetzt oder geht er nicht. Aber das tue ich dann im Endeffekt genau so, dass ich die Werte mir nach der Reihenfolge anschaue, die von 100 bis zum Rang 11 oder 0 gehen im Endeffekt, gehe ich die einfach hier dann durch und schaue mir die an. Jetzt sind sie ja retrograd, weil wir ja einen ansteigenden Gesamtmarkt haben. Und deshalb wird es ja schwer. Ihr seht, wie immer mehr Tage ist der Gesamtmarkt gestiegen und ich kriege hier immer weniger Ergebnisse ja, in der Anzeige. Logischerweise. Ne? Hier Eurobis, ne, war 5 Tage korrigiert. Und so Eurobis sehen. So, am 2. Januar gab es ein Signal und das Target ist da, das ist genau erreicht worden. Der Wert hört auch genau da auf, komischerweise. So ein bisschen da, wo das Volumen hoch erhöht ist. Und wir haben ein Potenzial von 7,29. Und das wäre im Endeffekt ein Trade, der total zusammenpasst. Hier ist das Volumen erhöht. Das, was ich auch zu den Indizes sage, ist wie eine Base, eine Unterstützung. Der Markt kommt wieder zurück, läuft bis hier oben ran und hadert jetzt ein bisschen. Deswegen Teilgewinnmitnahme hier mit 7,29. Stop anziehen. Und abwarten, ob er weiter durchgeht oder nicht. Aber das Schöne daran ist, dass man hier im Endeffekt sieht, je länger die Tage, je kürzer die Tage werden zu dem aktuellen Tag heute, dass die Signale immer weniger werden. Das bedeutet, man kann gar nicht kaufen, wenn der Markt schon zu stark gestiegen ist. Und deswegen warte ich jetzt einfach ab, bis der Gesamtmarkt ein bisschen runterkommt und dann drehe ich hier wieder am Regler. So ist im Endeffekt meine Vorgehensweise. So, und ich kann es kaum glauben, es sind schon wieder 59 Minuten vorbei und deshalb zeige ich euch noch, wenn jemand zu FX flatten möchte, dann kann er gerne über diese Landingpage diesen Trade-Scanner für eine monatliche Gebühr von 44 Euro, hat dann erspart also 10% auf die gesamte Laufzeit. Das ist monatlich zu zahlen, man kann auch 2 Wochen kostenlos testen. Danach 2 Wochen, wenn man da nicht kündigt, dann wird es zahlungspflichtig. Man kann aber jeden Monat kündigen. Ja, also man sagt einfach, ja, im nächsten Monat möchte ich nicht mehr, dann ist man raus. Dann muss man aber, wenn man ersparen möchte, ein Konto eröffnen im Endeffekt bei FX Flat, sich hierüber anmelden, über diesen Link. Und dann kriegen wir Bescheid und dann können wir zusammen hier auf die Reise gehen. Ich kann euch den Link nochmal hier reinschicken, einfach mal bei dem Chat. Gucken, ob das funktioniert. Den nehme ich hier raus. Und
Ansonsten freue ich mich natürlich wieder auf eure Zuschriften. Schaut vorbei in meinem Blog oder im Newsletter. Wenn der Markt jetzt dreht, dann werde ich dazu was schreiben. Vielleicht mache ich sogar schon mein erstes Video im YouTube-Channel. Und dann könnt ihr euch darauf freuen, zu sehen, was demnächst passiert. In diesem Sinne, vielen Dank für eure Fragen. Bleibt vor allen Dingen gesund und passt auf die Märkte auf. Die sind relativ tückisch, so wie immer. Aber ich glaube, ihr kriegt es in den Griff mit der Zeit. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was mit auf den Weg geben. Bis dann, zum nächsten Mal. Ciao. Super, vielen Dank, lieber Carsten, für das Webinar heute. War wieder sehr interessant. Ich mag einfach deine Art und deinen Trading-Stil. Und vielen Dank an alle, die heute live dabei waren. Ja, Carsten hat eigentlich alles gesagt. Ich ergänze nur noch: Passen Sie auf Ihre Position auch auf und wünsche eine erfolgreiche Restwoche. Nicht vergessen, morgen CPI-Daten. Und sollte eventuell auch ein bisschen volatiler dann werden morgen Nachmittag. Also, bis dahin, alles Gute. Ciao.